Hallo Leute, willkommen zum nächsten WM-Orakel. Samstag, 23.06. Deutschland-Spiel. Aber zuerst mal Belgien gegen Tunesien um 14 Uhr. Südkorea gegen Mexiko um 17 Uhr. Und schließlich Topspiel Deutschland gegen Schweden um 20 Uhr. Und wie immer, zwei Tütchen pro Halbzeit. Erste Halbzeit links, erstes Tütchen. Wir fangen direkt an und schauen wir mal, wie Deutschland heute im Orakel abschneidet. Also, los geht's. Oh, fängt mal gut an, direkt ein Glitzer-Sticker. Zwar fürs Orakel blöd, aber für meine Sammlung gut, obwohl ich mittlerweile alle Logos ja schon habe. Australien, dann Brasilien, Gabriel Jesus, spielen aber nicht. Dann Uruguay, Maxi Pereira, aber auch Uruguay spielt heute nicht. Saudi-Arabien, Yaya Al-Sheri, auch uninteressant für heute. Und ein Teamfoto von Belgien. Belgien spielt zwar, aber Teamfotos zählen nicht. Es zählen nur Spieler. So. So ein bisschen kaputt gerissen. Da hätten wir für Marokko Hamza Mendil. Marokko spielt aber nicht. Oh, Südkorea. Chung Yong Lee schießt das 1:0 gegen Mexiko. Dann hätten wir Tunesien. Oh, der trägt das nächste Tor. Ali Maalul, das 1:0 gegen Belgien. Und Mexiko gleich direkt noch aus durch Jesus Corona mit dem 1:1. Und aha, wir haben hier Sticker Nummer 3. Ein Glitzersticker. Damit ist die erste Halbzeit zu Ende. Die Halbzeitstände. Belgien liegt 0:1 hinten gegen Tunesien. Korea und Mexiko 1:1 unentschieden im Moment noch. Und Deutschland, Schweden ebenfalls 1:1. Ebenfalls unentschieden, meine ich. 0:0 natürlich. Ebenfalls 1:1. Ebenfalls unentschieden. Mit 0:0. Gut. Kommen wir zu Halbzeit 2. Wieder zwei Tütchen. Wir fangen an. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. So. Jetzt aber mal ein Tor für Deutschland hier. Und da hätten wir Panama, Aníbal Godoy. Panama spielt aber nicht. Argentinien, Nicolas Otamendi. Ja, aber die spielen auch nicht. Dann hätten wir Frankreich, Hugo Lloris, Torhüter, spielt aber auch nicht. Portugal, Pepe, auch nicht am Spielen heute. Und Deutschland, da haben wir es doch. Mats Hummels mit dem 1:0 gegen die Schweden. Na also, so, jetzt ist 1:0 noch die Zeit retten oder am besten mit einem, auf ein 2:0 erhöhen. Mal schauen, ein Tütchen haben wir noch, das letzte jetzt. Gabriel Mercado für Argentinien, die spielen aber nicht. Johan Giroud für die Schweiz, also auch die Schweiz spielt heute nicht. Dann hätten wir Dänemark, William Quist, aber auch der spielt nicht, also Dänemark spielt nicht heute. Saudi-Arabien, Yaya Al-Sheri spielt auch nicht und der letzte Sticker, der heute noch ein Tor erzielen könnte. Es sind die Japaner und die spielen heute nicht. Damit ist Hiroshi Kiyotake auch zumindest für das heutige Orakel nutzlos. So, Ende der zweiten Halbzeit. Kommen wir zu den Endständen. Belgien unterliegt Tunesien mit 0:1. Südkorea gegen Mexiko trennen sich 1:1 unentschieden. Und Deutschland besiegt Schweden mit 1:0. Das die Stände des heutigen Spieltag-Orakels. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auf die kleine Glocke. Ich danke euch fürs Einschalten und schaut auf jeden Fall morgen wieder rein, wenn es wieder heißt WM-Orakel beim Langley 10-13. Morgen unter anderem England-Panama, Japan gegen Senegal und Polen gegen Kolumbien. Es bleibt spannend. Also dann, bis morgen. Macht's gut, Leute. Ciao.